Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den heutigen Love Vibes. Ja, heute haben wir den Neumond in den Zwillingen. Kommunikation als Schlüssel. Ich habe ja schon eine Neumondlegung gemacht, aber heute schauen wir zu diesem Neumond eben auf das Thema Beziehung, Partnerschaft, Liebe. Und dann schauen wir mal, meine Lieben, was das Universum uns zum heutigen Neumond gerne noch mitgeben möchte. An Informationen, an Impulsen. Ein Neubeginn steht an, ne? Der Neumond, es ist immer eine Energie von ein Neubeginn steht an. Eine neue Art und Weise, sich auszudrücken, jemand Neuen kennenlernen, klärende Gespräche, neue Informationen, die das Bild verändern, oder die Situation. Ne? Es führt gerade alles über die Sprache. Und da Venus auch in den Zwillingen ist, unser Liebesplanet, ne? Wer Antworten haben will, muss Fragen stellen, habe ich das Gefühl. Ist gerade so ein bisschen die Energie. So, liebes Universum, eine Botschaft zum Neumond in den Zwillingen. Lass dich nicht von Vergangenen bremsen und bring Liebe in die Situation. Aha. Der absteigende Mondknoten und der Neumond in Wassermann. Was hält dich auf? Liebe in eine Situation zu bringen. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Wir haben hier, ne, der Neumond ist ein Neuanfang. Wir haben hier nochmal einen Neumond. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden von Öffnung. Dich, ja, Liebe in eine bestimmte Situation zu bringen. Liebe in dein Leben zu bringen. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Interessant. Klären wir gleich mal ab. So, liebes Universum, eine Botschaft aus dem The Love Oracle. Okay. Trauer und Traurigkeit. Rewrite the Love Story. Die habe ich schon mal gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Legung ich die hatte. Wahrscheinlich in der Neumondlegung. Ich glaube, ich habe sie in der Neumondlegung rausgesucht. Schreibe die Liebesgeschichte neu. Und lass dich nicht von Vergangenen bremsen, von vergangenen Enttäuschungen. Ne? So. Hier ist. Ne, eine Schreibfeder drauf. Also, hier ist ehrlich gesagt wieder diese, schreibt diese Geschichte neu. Aber jetzt sehe ich, dass eben, ja, da Emotionen im Spiel sind, von Schmerz, von Verlust, von Trauer. Und genau da, wo der Schmerz ist, möchte jetzt Liebe rein. Interessante Botschaft, meine Lieben. Interessante Botschaft. Schreib eine neue Liebesgeschichte. Okay. Interessant, dass sich exakt die gleiche Botschaft hier zeigt. Also interessant ist es nicht. Es ist tatsächlich eher, ne, bestätigend, Synchronizität, aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch was anderes für euch rauskriege, als ich in der Neumondlegung schon gesagt habe. Liebes Universum, einen Love Romance Angel. Trust, ja, trust the process. Hab wieder Vertrauen, unerwiderte Liebe, interessant. Ja. Ja. This could be the one, unter Trust. Okay. Also hier geht es irgendwie um gebrochenes Vertrauen und this could be the one, das könnte der eine sein. Dass wir die Gelegenheit haben, mit Menschen verbunden zu werden, ne? Zwillinge-Energie, die uns dabei unterstützen,
Vertrauen wieder aufzubauen. Durch Gespräche, durch Austausch. Dieses Thema Wiedergutmachung habe ich jetzt in so vielen Legungen gehabt. Ja, das Gericht, interessant. Okay, interessant. Lass dich nicht von vergangenen Bremsen, beziehungsweise ich muss es, sorry, manchmal kriege ich immer ein bisschen Gemecker, wenn ich meine Karten so umsortiere, aber jetzt zeigt sich hier so diese, lass dich nicht von vergangenen Bremsen, ich muss das ein bisschen aufteilen, das sind so zwei unterschiedliche Energien. Schreibe eine neue Geschichte, lass dich nicht von vergangenen Bremsen, die unerwiderte Liebe und hier trust, this could be the one. Das Universum bringt Liebe in dein Leben, Liebe in deine Situation, wo du dir eine neue Geschichte erzählen darfst, wo dieses gebrochene Vertrauen oder was auch immer du da erlebt hast in der Vergangenheit, ne, neu geschrieben werden kann. Eine Geschichte, ich habe das Gefühl, die Geschichte über Liebe darf neu geschrieben werden. Okay, so, jetzt zu dieser Lass dich nicht von vergangenen Bremsen. Ich habe, ja, danke, wow, okay, I love it. Ich liebe es, wenn diese beiden Karten, und darunter ist das Ass der Kelche, und darunter ist das Ass der Schwerter, meine Lieben. Und der Tod, und da ist Venus, und da ist das Ass der Stäbe, und da sind die 10 Kelche. Okay, dokie. Interessant, wie bei den Widdern. Schauen wir mal, ob das Ass der Münzen auch in der Nähe ist. Nee, okay, macht nichts. Macht nichts, 3 Asse reichen aus, meine Lieben. Aber, nee, jetzt wollt vor lauter, lauter, meine Lieben. Da ist das Ass der Münzen. Haben wir es direkt gesehen. So, wo? Hier, 7 Stäbe. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn diese Karte sich, wenn diese beiden Karten sich zeigt, weil sie sitzt hier in ihrer Bubble. Ne? Sie ist vielleicht im Rückzug, im Widerstand, hat nichts an sich herangelassen, hat eine ganz, ganz starke Schutzmauer um sich herum. Und wenn diese beiden Karten zeigen, ne, sie tritt aus dieser Energie heraus. Ich habe das Gefühl, eine vergangene Enttäuschung, ein Schmerz, ein Verlust, eine Ablehnung hat dich in diese 7-Stäbe-Energie gebracht. Aber es ist Zeit, aus dieser Energie herauszutreten. Ne? So, dieser Prozess möchte hier irgendwie enden. Die Welt, die letzte Karte im Tarot. Dann haben wir hier 3 Asse, die 10 Kelche und die Herrscherin. Wer jetzt wieder auf Empfang geht, sich öffnet, transformiert, erkennt, was darf gehen, ne? Wirklich, was darf gehen, weil mein Herz nicht offen genug ist, weil mein Herz noch so sehr beeinflusst ist von vergangenen Erfahrungen, die aber jetzt hier losgelassen, ne? Sie ist für mich immer so eine Abstreifenergie. Du darfst jetzt irgendeinen alten Schmerz loslassen, eine alte Enttäuschung, eine Geschichte, die du erlebt hast, aber die du nicht neu gestalten möchtest. Ne? 3 Asse. Und hier ist ein bisschen was von dieser Widerlegung. Gekommen, um zu bleiben, hieß die. Vielleicht magst du sie dir anschauen, auch wenn du kein Widder bist. Denn ich sehe genau diese gleiche Energie. Hier ist eine neue Energie, eine neue Person, ein klärendes Gespräch, eine neue Information, eine neue Idee, ein neues Gefühl, irgendetwas Neues, was für dich diese Veränderung, ne, diese Rewrite Your Love Story einläuten will. Aber natürlich musst du, Herrscherin, wieder auf Empfang gehen. Ne? So, diese 7 Stäbe ist, ne, alles, was reinkommen will, prallt ab. Und ich habe das Gefühl, du bist aufgerufen, wirklich wieder auf Empfang zu gehen und Liebe in dein Leben zu lassen. Ich bekomme gerade auch so viele Kommentare von, ich will keine Liebe mehr und kann mir alles gestohlen bleiben. Die, ne, so, der hat mich so verarscht. Ne? So. Das ist ein
Und diese Art von Kommentaren machen mich so traurig, weil Liebe ist, alles ist Liebe, ne? Alles ist Liebe. Liebe ist die höchste Frequenz, auf der wir schwingen können. Und Liebe hat nichts mit Partnerschaften zu tun. Liebe hat, ist ein Lebensgefühl. Liebe ist das, was uns antreibt. Liebe zu uns selbst, Liebe zur Natur, Liebe zu den Menschen in unserem Leben, ne? So. Und wer sich abschneidet davon, der bringt sich selber in diese Position, dass irgendeine vergangene Erfahrung so eine extreme Macht über einen hat, dass man sich nicht mehr erlaubt, die Herrscherin, ein schönes, friedvolles, stabiles Leben zu gestalten. Vielleicht darfst du dir eine völlig neue Geschichte darüber erzählen, was Liebe ist. Und dass Liebe nichts damit zu tun hat, ob uns jemand liebt oder ob wir in einer glücklichen Beziehung sind. Liebe ist eine Frequenz. Liebe ist der höchste Antrieb, den wir haben können. Nächstenliebe. Ich sehe irgendetwas, sieben Stäbe, hat dich von der Liebe abgeschnitten. Der Liebe zu dir selbst, der Liebe zum Leben, Venusenergie, der Schönheit zum Leben, genussvolle Momente. Und jetzt hast du eine Chance durch, keine Ahnung, eine neue Wahrheit, etwas Inspirierendes, ein neues Gefühl, es ist eine neue Energie. Ne? Hier, Rewrite Love Story. Du darfst durch eine neue Komponente, was auch immer diese neue Komponente ist, wir versuchen es gleich nochmal abklären, die Liebe zurück in dein Leben bringen, die Liebe zurück in deine Energie bringen und dadurch etwas so verändern, der Tod und die 10 Kelche, dass sich Fülle in deinem Leben einstellt. So, ich möchte jetzt, ja, 4 Kelche. Es ist Ablehnung und das ist der Bezug auf die Vergangenheit. Hier kommt das Ass der Kelche, was ich immer als Mischung aus Ass der Kelche und Ass der Stäbe wahrnehme. Hier kommt es rein. Irgendetwas will sagen: Hey, dreh dich um, schreib eine neue Geschichte, schau nicht zurück, was da passiert ist, schau da nicht hin. Gib der neuen Energie eine Chance. Ass der Schwerter. Ja. Weil hier herrscht genau das. Weil das ist real, meine Lieben. Die Mäßigkeit, das Gericht und die 2 Kelche. Harmonische, liebevolle Verbindungen. Austausch, Kontakt, Horizonterweiterung, positive Erfahrungen. Da möchte dich das Universum irgendwie aus deiner eigenen Vergangenheit rausholen. Es möchte dir irgendetwas von der Seele nehmen. Durch eine neue Energie, die in dein Leben kommt, ne, Schütze-Energie, um dir eine neue Geschichte zu erzählen. Eine neue Geschichte über Liebe und Partnerschaften, die dir hilft, zu transformieren und loszulassen, was du da in der Vergangenheit erlebt hast. Okay, gut, meine Lieben, ich kläre jetzt ab, was ist das Ass der Schwerter? Was sind die 3 Asse? Ja, vielleicht auch das Ass der Schwerter. Der König der Münzen, interessant. Interessant, schaut euch die Widerlegung an. Oder war es bei den Fischen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war bei der Widerlegung. Ja, jemand, der an. Und da ist es, meine Lieben. No joke. No joke. Ass der Münzen. Okay, die Widerlegung war offensichtlich gestern eine sehr kollektive Legung. Meine Lieben, alle 4 Asse. Und das begegnet dir im Real Life, der König der Münzen. Neue Werte, Menschen, die dir zeigen, hey, nicht jeder ist ein Arsch, nicht jeder lehnt dich ab, nicht jeder verletzt dein Herz. Es gibt Menschen, die haben diese gleichen Werte wie du: Loyalität, Treue, Beistand, Beständigkeit, ne?
Und das Universum möchte sie dir gern zeigen, aber wenn du sagst, daran glaube ich nicht, weil ich habe ja, ich muss die vier Kelche auch noch raussuchen, ich habe ja in der Vergangenheit die und die Erfahrungen gemacht, dann schreibst du tatsächlich, ne? Dann rewritest du deine eigene Love Story, ne? Es kommt darauf an, worauf du den Fokus hast. Welche Geschichte erzählst du dir über Liebe und das Leben und Partnerschaften und die Werte von anderen Menschen? Denn hier findet diese Transformation oder hier kann diese Transformation jetzt stattfinden durch neue Ideen, neue Energien, neue Begegnungen, durch eine absolut neue Komponente. Darfst du dir eine völlig neue Geschichte erzählen? Über Liebe und wie schön sie sein kann, weil du erzählst dir eine von ja, Enttäuschung, Traurigkeit, Ablehnung. Aber jetzt hast du die Chance, eine andere, eine neue Vierasse, eine neue Geschichte zu schreiben, dir zu erzählen und dann im Außen auch praktische Erfahrungen zu machen. Hey, da draußen sind diese König der Mensch, diese Könige der Münzen. Menschen mit guten Werten. Du bist ein Mensch mit guten Werten, oder? Warum glaubst du, dass du die Einzige bist oder der Einzige? Aber wenn du dem Universum keine Chance mehr gibst, für eine ganz krasse Veränderung in deinem Leben, ne, die Welt und der Tod, dann bist du in dieser Energie von der Endlosschleife der Welt. Ne, wir lernen oder wir kommen immer wieder an dieselbe Lektion, bis wir sie gelernt haben. Und hier liegt dieses, was ist Liebe und wie fühlt sich Liebe an? Hast du hier eine genaue Definition? Was ist die Sprache der Liebe? Ich habe das Gefühl, dass diese neue Geschichte sich wirklich schnell jetzt im Außen manifestiert. Weil das Universum will Liebe in deine Situation bringen. Durch, wie gesagt, vier Asse. This could be the one, der König der Münzen. Aber die Veränderung, sie beginnt in dir. Und irgendetwas aus der Vergangenheit hat eine Menge, Menge, Menge Macht, dir das Bild von deiner eigenen Zukunft, ja, dunkel zu malen. Irgendjemand, der dir in der Vergangenheit Schmerzen zugefügt hat und dein Herz gebrochen hat, bestimmt heute noch über dich und dein Leben und die Liebe, die du anziehst. Also nimm dieser Person die Macht, indem du diesen Schmerz loslässt, indem du transformierst, indem du vergibst, indem du sagst, okay, Lernpartner, Lernerfahrung. Wo ist der rote Faden? Was habe ich nicht erkannt? Habe ich die Red Flags missachtet? Wovon habe ich nicht auf meine Intuition gehört? Habe ich mir Liebe in einer Situation gewünscht, die total kompliziert war? Was mit deiner Wertedefinition von Liebe und Partnerschaft und Ehrlichkeit und Beständigkeit hat in der Vergangenheit von vornherein nicht gestimmt? Ne? Da liegt die Transformation, um grundlegend neu anzufangen, meine Lieben. Und so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe deine Themen, die jetzt hier wirklich finally losgelassen werden möchten. Wir gehen da noch ein bisschen drauf ein, weil ich habe das Gefühl, diese Blase, diese Bubble musst du aufbrechen. Die bricht niemand von außen auf. Ne? Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Nein, dieses Thema, diese Person hat keine Macht mehr über mich. Ich schreibe jetzt eine Geschichte, in der ich die Liebe erhalte und bekomme, die ich verdiene. Und dann haben wir hier einen wundervollen König der Münzen, den das Universum dir hier so auf dem goldenen Tablett präsentieren möchte, wenn du diese Transformation wahrgenommen hast. Und this could be the one, das könnte der eine sein. Ne? Das sind wirklich tolle, tolle Energien. Genau, so.
Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich sehr freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu wissen musst und welche Vorteile du davon hast, findest du ebenfalls unten in der Infobox. Für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, Kommunikation als Schlüssel. Welche Geschichte erzählst du dir selber? Und wie viel davon hat jemand aus der Vergangenheit geprägt, der dir dein Herz gebrochen hat? Wenn du nicht möchtest, dass sich diese Geschichte wiederholt, beginnt es, die Transformation beginnt in dir. Ich will mich wieder öffnen. Ich will wieder vertrauen. Ne? Das sind alles klare Entscheidungen. Ich will wieder positiv denken können. Ich will wieder inspiriert und motiviert sein. Ich habe für mich ein klares Bild, Ast der Schwerter, ein klares Bild davon zusammengesetzt, was für mich Green Flags sind. Green Flag heißt, die Tür ist offen, es steht nichts im Weg. Ich folge meiner eigenen Guiding Line. Ich, und vielleicht zum Neumond in den Zwillingen, mach's schriftlich. Ich setze jetzt hier für mich ganz klar fest, was ist für mich ein lautes Ja. Und nur noch auf laute Ja's lasse ich mich ein. Ich will gesehen werden. Ich will gute Kommunikation. Ich will regelmäßige Antworten. Ich will, dass mir jemand zeigt, dass er mich toll findet. Ich will jemanden, der niemanden mehr irgendwo am Rockzipfel hängen hat. Ich will jemanden, der seine Vergangenheit aufgearbeitet hat. Ne? Schreib dir das alles auf, dass das klar ist für dich, dass du deine eigenen Green Flags wirklich klar vor Augen hast, um Red Flags auch, ne, zu unterscheiden, erkennen zu können. Und dann lass dich mal überraschen, weil das Universum hat hier irgendwas vor. König der Münzen, Ass der Münzen. Es möchte Liebe in deine Situation bringen, ne? Dir wieder Vertrauen schenken, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in deine eigenen Impulse. Ich sehe hier immer das Gesicht der Hohen Priesterin. Energie lügt nicht. Und wenn wir es schaffen, dieser Guiding Line zu folgen, dann schaffen wir es auch wieder ins Vertrauen zu kommen. Und in dem Moment, in dem wir im Vertrauen sind, ziehen wir ganz andere Leute an. Trustworthy persons. Aber wenn wir mit Misstrauen und unseren krassen Mauern und unseren Ablehnungsthemen und diesem riesengroßen Rückspiegel, ne, die vier Kelche hier, zurückschauen und sagen, ja, aber damals war es so. Es ist jetzt an der Zeit, wirklich Platz zu schaffen in deiner Seele für diese Fülle. Für Liebe, die sich nach zehn Kelche anfühlt und nach nichts anderem. Weil das ist die Frequenz von Liebe. Liebe ist erfüllend. Okay, gut. Meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.